Ein bezauberndes, strahlendes Hallo, meine lieben YouTube-Zuschauer und Zuschauerinnen, respektive auch meine Podcast-Hörer und Zuhörerinnen. Heute geht es um das Thema Verkauf. Wird schwierig in den jetzigen Zeiten, respektive in der jetzigen Zeit, respektive in der Zukunft. Ich habe neulich eine Umfrage bei LinkedIn gesehen. Und da habe ich mir gedacht, schwierige Zeiten im Verkauf, schwierige Zeiten im Vertrieb. Die meiste Zahl bei dieser Umfrage war erschreckend. 55% haben mit der Kaltakquise Angst. Angst vor dem Kaltanruf bei dem Kunden, die ihre Kunden haben oder beziehungsweise ihre Kunden sein möchten. Und die Aussagen in den Kommentaren, ja, das, das und das, Corona, Video, Digitalisierung, alles okay. Aber einige Sachen waren auch so schlecht. Und mich hat es animiert, hier dieses Video zu machen. Schwierige Zeiten im Vertrieb oder im Verkauf gibt es nicht. Ein Sommerloch gibt es auch nicht. Das ist nur eine Ausrede, um es nicht zu machen oder machen zu wollen. Den Hörer in die Hand zu nehmen und mal die potenziellen Kunden anzurufen und mit ihnen in den Dialog zu gehen. Welche Probleme haben Sie denn? Was möchten Sie gerne umsetzen? Was möchten Sie gerne ändern für die und die Dienstleistung oder für die und die Produkte, was Sie haben? Man muss es anders da angehen. Natürlich heutzutage ist die Kaltakquise immer noch aktueller wie je noch je. Aber natürlich muss man umdenken und kann die Kaltakquise ganz anders da aufsetzen wie damals. Damals hat man die Telefonakquise anders da aufgesetzt. Heute setzt man es wieder so anders da um, indem man beharrlich ist, indem man respektvoll miteinander umgeht, indem man Probleme miteinander löst, miteinander reden kann. Was ist denn die Kommunikation im alltäglichen Gebrauch? Es ist eine lösungsorientierte Kommunikation. Denn wenn man mal so überblickt, was reden wir die ganze Zeit? Wir reden nur über Lösungen, Probleme, Probleme, Lösungen und gehen niemals irgendwie in eine Handlung ein oder setzen diese Probleme und Lösungen gleichzeitig um. Die meisten fehlt es an der Umsetzung ihrer Lösungen, ihrer Probleme, ihrer Herausforderungen. Und wenn auch ihr der Meinung seid, Verkauf ist schwierig in den jetzigen Zeiten. Vertrieb ist schwierig in den jetzigen Zeiten. Da muss ich euch widersprechen. Vertrieb und Verkauf ist nie schwierig. Ihr setzt nur einen falschen Fokus auf eure Kommunikation, auf euren Kundenstamm, auf eure Kundenbeziehungen. Ihr habt so viele Kunden, so viele Schlummerkunden, wo noch Potenzial drauf ist, fokussiert euch mal auf diese Kunden und akquiriert diese mal ausgiebig und fragt die auch mal, welche Probleme haben die aktuell und was brauchen die für Lösungsansätze. Seid da wieder anders da, wie alle anderen.
Und wenn ihr natürlich dazu Unterstützung braucht, ja, dann kontaktiert gerne mich und vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen und hören uns im nächsten Video, in der nächsten Podcast-Episode. Dann Michael Rauch.